Ja, wir haben Ihnen schon auf dieser Anuga ein paar ganz spannende neue Produkte vorgestellt. Nachhaltigkeit ist oft ein wichtiges Thema in dem Kontext. Und jetzt habe ich einen Vertreter sozusagen, kann man Erfrischungsgetränke sagen? Ich sage das jetzt einfach mal so, von Super Soda, den Basti Zeitlag. Herzlich willkommen. Hallo. Grüß Gott, sagt mein Bayern. Absolut. Grüß Gott, sagt man. Da, wo ich her bin, aus München. Dankeschön, Herr Minhoff. Wir sind gerne dabei. So, ich habe hier ganz tolle Sachen und die werden wir jetzt einfach gnadenlos durchprobieren. Und Sie sagen mir zu jedem was. Wir fangen mal hier mit, ich habe hier auch ganz, wäre schön, ich meine, Sie kennen es, aber ich kenne es noch nicht so. Wir fangen mal an mit Super Soda, das ist, Heidelbeere Markerwurzel. Okay. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsgeschmäcker, auch den Sie jetzt ausgewählt haben. Erzählen Sie mir ein bisschen was über das Unternehmen und erzählen Sie mir ein bisschen was über die Getränke. Genau, super gerne. Also zunächst mal danke, dass wir dabei sein dürfen. Ja, es freut uns in unserer 3 Monaten alten Firmengeschichte. Drei absolutes, Monate? Tatsächlich der erste Fernseh-Interview-Auftritt heute von Super Soda. Und genau, also wir sind ein Startup aus München und haben vor 3 Monaten unsere Produkte gelauncht und haben eigene Getränkeformeln entwickelt. Und genau, unser Ziel ist eigentlich... Die Idee, ja. Genau, die Idee ist super simpel, das ist das Schöne an dem Ganzen. Es geht um Erfrischungsgetränk, das eine Spur gesünder ist, wie eine Limo oder eine Cola oder der klassische Softdrink. Und genau, das erreichen wir einmal über unsere Pflanzenextrakte. Also es ist ein 100% natürliches Produkt, da sind keine Konservierungsstoffe drin, da sind keine Stabilisatoren drin, wie das oft der Fall ist. Und auf der anderen Seite setzen wir keinen Industriezucker zu. Also Sie kennen das vielleicht, der große Trend, wo die Zukunft hingeht in der Lebensmittelindustrie, ist natürlich der Industriezucker, der oftmals zugesetzt ist bei Produkten. Und gerade bei Softdrinks, Erfrischungsgetränken, Limonaden, vielen Schorlen auch, die man aktuell so hauptsächlich kauft im Einzelhandel, ist einfach sehr viel Zucker zugesetzt. Und genau, da haben wir eigene Getränkeformeln entwickelt und so ist Super Soda entstanden. Und so wollen wir über unsere Pflanzenextrakte, die zum einen natürlich einen kleinen Pflanzenbenefits mitbringen, aber auch die Geschmäcker einfach schön tragen, weil uns der... Süß ist es trotzdem. Und was mir auffällt, es ist nicht so sprudelig. Es ist eher so genau ein bisschen richtig perlig, sage ich jetzt mal. Nee, das ist eine gute Beschreibung vom Produkt. Also es ist leicht prickelnd. Wir haben lange mit der Kohlensäure rumgespielt. Ja. Und die Idee war natürlich auch, was anzubieten, das, sage ich mal, sehr vielen... Ja, Konsumenten gefällt und wir haben einfach festgestellt in einigen Trendanalysen, dass oftmals zu viel Sprudel auch nicht gut ist und deswegen ist es leicht prickelnd. Es trägt dann so ein bisschen zu dem Erfrischungscharakter bei vom Produkt, aber wirkt halt nicht so aufstoßend wie viele Produkte in der und Richtung. Sie müssen doch beantworten, wie Sie die Süße da reinkriegen, weil das ist schon süß. Genau, richtig. Also zum einen haben wir natürlich einen sehr hohen Anteil an Fruchtsäften, die dazugesetzt werden, die wir auch lange irgendwie austariert haben und ausbalanciert haben. Und zusammen wird das gemixt mit dem Pflanzenextrakt, das so ein bisschen als Geschmacksträger fungiert. Also Sie können sich das so vorstellen, jetzt in dem Produkt zum Beispiel mit Granatapfel Chia Ogulan. Das müssen Sie jetzt bitte nochmal sagen. Granatapfel Chia Ogulan. Genau, richtig. Haben Sie es eh schon perfekt aufs erste Mal ausgesprochen. Was ist das? Nee, es ist natürlich, es ist ein sehr spezielles Wildwuchskraut aus Asien, das wir da entdeckt haben. Und genau, es ist im Grunde ist es sehr bitter, was auch ein bisschen zu dem herben Geschmack vom Granatapfel jetzt beiträgt. Ja. Und genau, unsere Idee ist eben mit Super Soda Pflanzenextrakte zusammenzubringen mit fruchtigen Geschmäckern. Und zusammen in der Balance gibt es dann einen sehr speziellen Geschmack. Und jetzt in dem Fall eben Granatapfel Chia Ogulan. Also es ist nicht ganz so süß wie die Heidelbeere zum Beispiel. Es ist eher so, kann sich fast vorstellen wie ein erfrischender Tee eigentlich. Jetzt kommt Ihr neues Highlight. Das darf ich öffnen, ja? Genau, absolut richtig. Das ist ein Prototyp. Das ist sieht aus wie ein Bier, wenn ich ehrlich bin. Genau, also so ist es als Getränkehersteller, wenn man Produkte entwickelt, so wie wir es jetzt auch mit unserem neuen Wintergeschmack gemacht haben. Wintergeschmack? Der erst in 3 Wochen sozusagen final abgefüllt wird für den Winter jetzt. Okay. Und wir haben aber schon mal ein paar vorabgefüllte Sample-Produkte mitgebracht, weil es eine sehr spezielle Geschmacksrichtung ist. Was also ist es, oder soll ich raten? Können wir gerne mal probieren. Also ich rate einfach. Ich würde jetzt mal, vorschlagen, Herr Minhoff, riechen Sie doch mal am Produkt. Also es riecht sehr stark. Man kann es dann schon so ein bisschen rauskitzeln vielleicht. Mhm. Speziell, oder? Ja, aber also wenn da Winter ist, dann muss da irgendwie Nelke oder irgendwie... Nee.
Birne? Ja, das ist so ein bisschen, die Birne kommt im Abgang, das ist das Fruchtige in dem Getränk. Helfen Sie mir. Und der Lead-Flavor ist eigentlich Cocoa. Also genau, es ist ein Cocoa-Extrakt, deswegen es riecht sehr stark nach Schokolade. Das Getränk ist jetzt ein bisschen eingekühlt. Das stimmt, ja. Da wird also manchmal der Geschmack ein bisschen schwächer, aber genau, es handelt sich um Cocoa-Birne, also ein sehr spezieller Geschmack und Schokolade natürlich passend zum Winter. Und wir haben uns gedacht, wir sind die Ersten, die mal versuchen, wirklich ein Erfrischungsgetränk mit Cocoa-Extrakt haben herzustellen. Haben Sie denn schon einen Distributor gefunden? Also wird man das irgendwo schon kaufen können oder muss man im Internet hoffen? Nee, also wir sind tatsächlich natürlich im Internet auch verfügbar auf drinksuper.de. Aber wir haben auch eine erste sehr tolle Vertriebspartnerschaft mit der Rewe Süd zusammengeschlossen. Da sind wir Ende Juni gestartet, haben da jetzt 250 bis 300 Filialen in Bayern aufgebaut. Wow. Haben da jetzt im Sommer Vollgas gegeben, im Ärmel hochgekrempelt und haben die Läden selbst aufgebaut mit einem eigenen Außendienst. Und genau, es läuft super gut. Wir haben jetzt echt einen guten Case aufgebaut in München. Die Verkaufszahlen schauen super aus. Und jetzt sind wir natürlich auf der Nuga, um die Gespräche auszuweiten. Ja, Mensch. Sind da sehr interessiert an Vertriebskontakten und natürlich Key-Account-Gesprächen. Also wir hatten schon ein paar Einkäufer heute am Stand bei uns, was super erfreulich ist und natürlich auch das Ziel der Anuga ist. Ja. Und genau, nee, läuft gut. Ja, und genau. Wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Ja, ja, ich finde, das Produkt hat es verdient, schmeckt lecker. Und man sieht sich vielleicht auf der nächsten Anuga, haben Sie vielleicht schon einen größeren Stand. Schauen wir mal. Absolut, also, das ist Dank. Das Ziel. Danke. Herr Müllhoff, danke fürs Interview.